In jeder Familie gibt es Unglück, offene Wunden, Schmerz und Konflikte. Alles muss irgendwie ständig und fein austariert werden. Davon geht auch ein bekannter Aphorismus aus, wenn er sagt, dass es schon ein großes Paradox ist, wenn es zum Stabilisieren und Führen einer Familie ein ähnliches Vermögen, Geschick, ja auch List bedarf und ähnlich große Durchhalte und Leidensfähigkeiten gebraucht werden, wie zum Führen eines großen Staates. Mein heutiger Gast beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit Gesellschaft und Familie. Frau Privatdozentin Dr. Barbara Kuchler ist aber auch in der Praxis engagiert. In ihrem persönlichen Blog schreibt sie über das Leben in Paaren und Familien. Und in einer eigenen Praxis berät und therapiert sie Familien und Familienmitglieder. Mit Frau Kuchler spreche ich heute ganz grundlegend über Gesellschaft, Gesellschaften im Allgemeinen und Familie. Mhm. Frau Dr. Kuchler, dieser Aphorismus, den ich da am Anfang genannt habe, glauben Sie, dass da ein Funken Wahrheit mit dabei ist oder dass man das alles so als reaktionäres Zeug abtun könnte? Da ist nicht nur ein Funken Wahrheit dran, da ist sehr viel Wahrheit dran. Okay. Also ich hätte die Parallele jetzt nicht zum Staat gemacht, sondern zu Unternehmen. Mhm. Also Familien sind eigentlich genauso komplex wie Unternehmen. Und Unternehmen werden ja überall beraten, an allen Ecken und Enden. Und Familien meistens nicht, aber das wäre genauso nötig, weil das Geschehen dort ist eigentlich genauso komplex und aufklärungsbedürftig wie in Unternehmen auch. Aber man meint eben, man müsste das alles beherrschen können. Wenn Sie sich als Soziologin die Familie anschauen und wenn Sie sich dann parallel dazu in einem anderen Projekt die Gesellschaft betrachten, ist es dann ähnlich komplex, wenn Sie sich nur eine kleine Familie anschauen, als wenn Sie sich dann die Gesellschaft als System anschauen? Gut, also Komplexitäten vergleichen ist immer schwierig. Mhm. Und klar kann man sagen, die Gesellschaft ist irgendwie noch komplexer, weil noch größer und so noch vielfältiger. Aber es sind halt verschiedene Komplexitäten, weil die Familie hat dann die Komplexität der psychischen Systeme, die da dran gekoppelt sind, mit dazu. Und das kann sich schon zu wahnsinnigen Verwicklungen und Schichten aufbauen. Also wenn man schon in einer Paarbeziehung, da sind es zwei psychische Systeme plus ein soziales System, was zwischen denen entsteht als Paarbeziehung. Und das kann schon enorme Komplexitätsgrade erreichen, also so, dass man hunderte von Stunden Paartherapie bräuchte, um das aufzuklären. Und wenn es eine Familie ist, dann sind es noch mal mehr. Also da kommt schon genug zusammen. Also selbst wenn das jetzt nach irgendeiner objektiven Messung, die eh nicht möglich ist, noch etwas weniger Komplexität ist, als die Weltgesellschaft hat oder so, ist es auf jeden Fall genug. Also mehr, als man beherrschen kann im täglichen Leben. Bleiben wir erstmal beim Großen und gehen dann langsam über zum Kleinen. Also bleiben wir erstmal bei der Gesellschaft. Also immer wenn wir von der Gesellschaft sprechen, frage ich mich ja, was ist denn das eigentlich? Gibt es wirklich die Gesellschaft oder sollte man eher von den Gesellschaften sprechen? Wo fangen sie an, wo hören sie auf? Ist die deutsche Gesellschaft als was anderes als die österreichische und die portugiesische Gesellschaft? Wie fasst man denn diesen Begriff? Das ist natürlich die Gretchenfrage der Soziologie so ein bisschen. Was ist eigentlich die Gesellschaft und soll man von Gesellschaft überhaupt sprechen? Und es gibt auch Soziologen, die das ablehnen. Also die sagen, den Gesellschaftsbegriff brauchen wir nicht, der ist nicht nur überflüssig, sondern irreführend, weil der suggeriert, dass die Gesellschaft irgendeine Art Einheit ist oder Ganzheit oder eine Art eigenen Willen hat oder dass sie was wollen kann, tun kann oder so. Und das kann sie ja offensichtlich nicht, sondern sie ist eben nur die Resultante, sagt man dann, also das Ergebnis dessen, was rauskommt, wenn viele Akteure handeln. So. Und deswegen ist es total irreführend, von der Gesellschaft zu sprechen. Also es gibt viele Soziologen, die so reden. Aber ich würde das nicht. Ich glaube, der Begriff ist schon nötig, weil Gesellschaft ist für mich eben der Begriff für die übergreifende Ordnungseinheit über allen anderen sozialen Systemen drüber. Also es gibt Ordnungsvorgaben, die sich nicht jeder selber macht. Also zum Beispiel sowas wie, sagen wir führen einen Krieg, wie kann der legitimiert werden? Was sind Legitimationsnarrative für einen Krieg und was eignet sich dafür und was nicht? Mhm. Und warum muss Krieg überhaupt legitimiert werden? Im Unterschied zu nicht. Es gibt auch Gesellschaften, da muss Krieg nicht legitimiert werden, sondern da sagt man fröhlich, hurra, wir ziehen in den Krieg. Und das wäre jetzt eine
eine vorgelagerte Ordnung, die wir alle schon vorfinden. Also eben jeder Akteur, kollektiver, individueller Akteur, der in der Gesellschaft unterwegs ist, findet bestimmte Ordnungsvorgaben schon vor, die er sich nicht selber macht. Und das würde ich die Gesellschaft nennen. Also etwas Proto-Rechtliches. Proto-rechtlich sowieso, ja klar. Das Recht ist ein Teil der Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist auf jeden Fall größer als jeder Einzelbereich, also größer und vorgelagerter als das Recht, als die Politik, als die Familie, als alles andere. Aus Ihrem wissenschaftlichen Werdegang bringen Sie eine ganz bestimmte Methode mit. Sind da auch eine Spezialistin drin, wie Sie denn Gesellschaften beschreiben. Und da nehme ich jetzt mal ein Bild auf den Tisch mit jemandem, von dem ich glaube, dass Sie ihn schon mal gesehen haben und dass Sie ihn kennen. Wer ist denn das? Ob das eine Methode ist, da bin ich nicht so sicher. Also das ist Niklas Luhmann. Das ist eine Theorie. Und ja, mit der Theorie habe ich denken gelernt und nie wieder aufgehört zu denken. Also fangen wir kurz bei ihm an. Also er ist Deutscher? Er ist Deutscher. Okay. Wann hat er ungefähr gelebt? 1927 geboren, soweit ich weiß. Aha. 1997, glaube ich, gestorben. Okay. Ungefähr 50 Bücher geschrieben, also unfassbare Mengen Bücher geschrieben. Mhm. Ja, einer der wichtigsten deutschen Soziologen, allerdings auch einer derer, die von vielen Soziologen auch wirklich abgelehnt werden. Also die Mehrheit der Soziologen mag Luhmann nicht. Okay. Aber es gibt aufrechte Häuflein von Soziologen, die ihn doch noch schätzen. Okay, zu diesem kleinen Häuflein gehören Sie dazu. Gehöre ich. Er hat eine besondere Perspektive, die Gesellschaft zu betrachten. Ja. Wie kann man die beschreiben? Ja, die Perspektive heißt Systemtheorie. Und eine der Grundprovokationen der Systemtheorie ist, dass sie den Menschen in die Umwelt der Gesellschaft verlagert. Also normalerweise würden wir ja sagen, wenn ich Sie frage, woraus besteht die Gesellschaft, dann würden Sie sagen, na, aus Menschen. Das ist so die Standardantwort. Und Luhmann würde sagen, nein, die Gesellschaft besteht aus Kommunikationen. Also das sind gesprochene oder geschriebene Sätze. Die sind die Elemente der Gesellschaft. Alles, was wir sagen, alles, was wir sprechen. Aber die Menschen als psychische Systeme und erst recht als Körper sind außerhalb der Gesellschaft. Darf ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das wird jetzt auch mir fast ein bisschen zu viel. Also ich habe mal gelernt, ich glaube, es war in einem Grundlagenseminar, Systemtheorie unterscheidet zwischen System und Umwelt. Also es gibt ein System, in dem ich was beschreibe, sei es eine Firma, sei es eine Behörde oder sonst irgendwas. Und dazu gibt es eine Umwelt. So, jetzt habe ich das so verstanden, dass die Umwelt der Gesellschaft die Menschen selbst ist, die in der Gesellschaft drin sind, ist das richtig? Genau, unter anderem. Also die Umwelt der Gesellschaft ist natürlich auch der Planet Erde, die CO2-Konzentration und so weiter, alle, also physikalische Umstände auch. Aber auch der Mensch als psychisches oder als körperliches Wesen, der ist nicht Teil der Gesellschaft. Das kann die Gesellschaft nicht ordnen, so kann man auch sagen. Also das System ist ein Begriff für Ordnung oder noch ordnenbare Komplexität. Und die Gesellschaft kann nicht ordnen, was in den psychischen Systemen von Menschen vor sich geht. Sie kann höchstens ordnen, was sie sagen. So, und dann wären wir bei dem Satz, Gesellschaft besteht aus Kommunikation. Wenn es dann um solche Sachen geht wie Massenpsychologie oder sowas, kann ich das dann auch beschreiben? Fällt es unter Kommunikation oder ist es etwas, wo dann die Theorie an Grenzen stößt? Ja, klar, Massenphänomene sind kommunikative Phänomene, die kann man natürlich auch beschreiben. Also vielleicht auch, warum bestimmte Rhetoriken oder so Arten zu sprechen besonders erfolgreich sind. Die Systemtheorie würde sich halt nicht anmaßen zu wissen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, während sie einer Massenveranstaltung beiwohnen zum Beispiel. Also sie würde sagen, das wissen wir nicht. Also aus welchen Gründen die Menschen da sind, was die treibt, was die in dem Moment empfinden, wissen wir nicht, interessiert uns auch nicht. Das wäre einfach eine Frage der Perspektivwahl. Wenn ich jetzt die anderen alternativen Methoden, Gesellschaft zu untersuchen und zu betrachten in der Soziologie vergleiche, wo ist denn der wesentliche Erkenntnisgewinn, den ich bei der Systemtheorie ziehen kann oder habe, den ich bei anderen in dieser Form nicht habe? Also der Gedanke, ohne den ich nicht denken könnte soziologisch, das ist vor allem gesellschaftliche Differenzierung. Also die Gesellschaft ist das Übersystem sozusagen, das größte soziale System, was wir haben.
Und das ist gegliedert, sagt Luhmann, in die sogenannten Funktionssysteme. Das sind so Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Bildung, Familie, Religion, mhm. Sport und so weiter. Noch ein paar. Mhm. Und das ist für Luhmann die primäre Differenzierungsform der Gesellschaft, das heißt, also der modernen Gesellschaft. Das heißt, wenn ich unsere Gesellschaft angucke, dann kann ich erstmal immer fragen, in welchem dieser Bereiche spielt sich irgendein Geschehen ab oder vielleicht an der Grenze zwischen zwei. Aber ich gucke mit dieser Perspektive auf die Dinge. Das ist dann eine Möglichkeit, moderne Gesellschaften zu erkennen, zu erklären und zu unterscheiden im Vergleich zu vormodernen, die anders strukturiert sind, die zum Beispiel ständisch oder hierarchisch geprägt sind. Genau. Also die vormoderne Gesellschaft wäre eine Schichtungsgesellschaft, die ist primär nach oben unten gegliedert. Und das ist eben ganz was anderes als eine quasi horizontale Gliederung in verschiedene sachliche Spezialisierungen, also Politik, Wirtschaft und so weiter. Es ist keine Oben-Unten-Gliederung im Grundsatz, würde Luhmann sagen. Und diese Ausdifferenzierung ist ein ständiger Prozess, der immer noch anhält bis in eine unbestimmte Zukunft. Naja, die Ausdifferenzierung ist ein Prozess, den man so grob auf 1800 rum, 18. Jahrhundert datieren kann. Das ist immer eine gute Grobdatierung, um zu unterscheiden, wann endet die Vormoderne, wann beginnt die Moderne. Wobei natürlich klar ist, das passiert nicht an einem Tag, sondern das sind lange Übergangsprozesse, es gibt lange Vorläuferentwicklungen und es geht immer noch weiter. Ist natürlich nicht abgeschlossen in irgendeinem definitiven Sinn, aber so ungefähr die Umbruchszeit ist 18. Jahrhundert. Und seither leben wir in der modernen Gesellschaft und nach wie vor und nicht in der Postmoderne oder der Gesellschaft 5.0 oder Postpostmoderne oder was immer da an Schlagworten uns manchmal um die Ohren gehauen wird. Der Kenntnisgewinn ist dann nicht mehr, wenn ich es anders benenne oder wenn ich Begriffskosmetik betreibe. Ja, das ist ja mehr als Kosmetik. Also wenn ich sage, wir leben inzwischen in der Postpostmoderne oder der Gesellschaft 5.0, dann sage ich ja, wir leben nicht mehr in der modernen Gesellschaft. Und das ist Unsinn von Luhmann aus, sondern wir leben nach wie vor in der modernen Gesellschaft, also ungefähr seit 1800 grob gesehen in derselben Gesellschaft mit denselben Grundproblemen sozusagen, derselben Grundarchitektur und auch auf absehbare Zeit weiterhin. Also eine ganz andere Gesellschaft ist nicht in Sicht, ist auch nicht ausgeschlossen, aber ist nicht absehbar. Ein Ergebnis dieser ständigen Differenzierung in der Gesellschaft, die wir haben, ist ja die moderne Familie, Vater, Mutter, Kind. So, ich glaube auch so erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts kann man das so klar beschreiben. Vorher war es ja was anders. Und wenn ich jetzt in andere Erdteile gucke und in andere Kulturen und mir anschaue, gibt es immer noch so vormoderne Strukturen wie Clans und Stämme. Kann man da sagen, das sind so die ersten Differenzierung in solchen Gesellschaften, die sich dann weiterentwickeln zur Familie? Oder wie würden Sie das einordnen? Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil man daran genau sieht den Wert und den Witz dieser Theorie, also dieser Gesellschaftstheorie. Weil zunächst mal könnte man ja sagen, ja, Familie gab es immer schon. Also seit es Menschen gibt, gibt es Familien, also gibt es Ehen tatsächlich. Also Ehen gibt es, glaube ich, immer schon. Und natürlich gibt es Eltern-Kind-Beziehungen, also Fortpflanzung und auch Anerkennung von Abstammungsverhältnissen. Also in diesem sehr allgemeinen Sinn gibt es immer schon Familien. Aber das ist eben überhaupt nicht dasselbe, wie das, was wir heute unter einer modernen Kleinfamilie verstehen oder einer modernen Liebesbeziehung. Weil die vormoderne Familie ist, also jetzt mit einem technischen Begriff gesagt, die ist funktional diffus oder multifunktional. Das heißt, die hat viele Funktionen gleichzeitig, die tut viele Dinge gleichzeitig. Also die ist zum Beispiel gleichzeitig eine Produktionseinheit, also eine Wirtschaftseinheit. Also wenn das eine Bauernfamilie ist, die produziert gleichzeitig. Die ist oftmals gleichzeitig eine politische Einheit, also im Adel. Die hat vielleicht Rechtsfunktionen, die ist gleichzeitig die Einheit, in der Religion geübt wird und so weiter. Das heißt, die Familie ist nicht nur Familie, sondern ist gleichzeitig irgendwie alles. Es ist eine Lebensform. Ja gut, eine Lebensform ist es heutzutage auch, aber der Punkt, der Unterschied ist gesellschaftstheoretisch, die Familie ist nicht ausdifferenziert als ein eigener Bereich, sondern alles, was in der Gesellschaft passiert, ist irgendwie durch Familie geprägt, also alles passiert in irgendwelchen Familienzusammenhängen. Gleichzeitig ist aber auch alles irgendwie wirtschaftlich, weil immer geht es irgendwie ums Überleben, zum Beispiel Anhäufen von Vorräten oder so. Es ist alles irgendwie politisch, weil es muss immer irgendwie kollektiv entschieden werden, was gemacht wird. Also alles ist irgendwie alles. Diesen Zustand nennen wir funktional diffus. Der ist typisch für die Vormoderne in verschiedenen Varianten. Und in der Moderne wird das eben anders, weil da wird jede gesellschaftliche Einrichtung
spezifiziert oder spezialisiert auf eine Funktion. Und die Familie wird spezifiziert auf die Funktion zwischenmenschliche Intimität, wenn man das so sagen will. Also emotionale Dinge, intimer zwischenmenschlicher Austausch im weitesten Sinn, also intim, psychisch, physisch und so weiter. Darauf und die Funktion der Sozialisierung von Kindern bleibt ihr auch. Und das heißt, es bleiben ihr zwei Funktionen, also die sogenannte Intimfunktion und die Sozialisierungsfunktion, während sie alle anderen Funktionen verliert. Also es ist keine Wirtschaftseinheit mehr. Gearbeitet wird nicht mehr in der Familie heutzutage mit ganz wenigen Ausnahmen. Sie ist keine politische Einheit mehr. Politische Einheiten finden nicht mehr politische Entscheidungen finden nicht mehr dynastisch statt, sondern demokratisch, zum Beispiel in Parteien, Parlamenten, wo auch immer. Auch die Erziehung von Kindern wird weitgehend ausgelagert in Schulen, also die Frühsozialisation nicht, aber alles, was wir an intellektuellen Gehalten lernen, lernen wir ja nicht in der Familie. Also die Familie gibt ganz viele wichtige Funktionen ab, die sie nicht mehr erfüllt. Und übrig bleibt ihr eben eine konzentrierte, ja, Intimfunktion. Also sie ist eine Intimeinheit in einer Weise, in der das die vormoderne Familie nicht war. Also die war nicht ein so enges Zusammenleben von Menschen, die aufs Engste aufeinander angewiesen sind, in allem miteinander verwickelt sind, füreinander die signifikantesten anderen sind, also die wichtigsten Bezugspersonen. Das war die vormoderne Familie nicht. Das entsteht erst mit der Moderne und eben mit dem, was wir funktionale Spezifikationen nennen. Das ist eine Beobachtung. Kann man auch da was Normatives damit verknüpfen? Mit Fortschritt kann man sagen, das ist besser oder das ist schlechter? Oder ist es etwas, wo der Systemtheoretiker sagt, damit werden habe ich nicht viel zu tun. Das ist, ja, das ich beobachte ist noch. Weder besser noch schlechter, das ist anders. Aber es ist in der Moderne, also wenn die Gesellschaft mal diese Form gewählt hat, also sich mal auf funktionale Differenzierung umgestellt hat, was sie hat, kann man nicht bestreiten, dann ist es eigentlich alternativlos. Oder dann wirken die alten Formen, die es auch noch geben kann natürlich an irgendwelchen Ecken, die wirken dann eben irgendwie archaisch und nicht. Können Sie sich eine andere Form von gesellschaftlichen Fortschritt vorstellen, außer dieser Ausdifferenzierung, diesen langen Prozess? Also wie gesagt, weil das ist ja etwas, was wir weltweit beobachten können, gehe ich mal von aus. Ja. Auch wenn es große Zeitverschiebungen sind auf allen Kontinenten, in allen Kulturen. Aber ist eine Alternative überhaupt denkbar für uns? Also die können wir jedenfalls nicht am Reißbrett entwerfen. Niemand kann das. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass die Gesellschaft irgendwann eine völlig neue Differenzierungsform entwickelt, die wir jetzt noch nicht kennen. Das kann schon sein. Aber wenn das so ist, dann ist es für uns jetzt nicht absehbar, wie die aussehen wird und wann und woher die kommen soll. Das kann man dann von hinterher verstehen. Also vielleicht sagen die Soziologen im Jahr 2200, wenn es dann überhaupt noch eine Menschheit gibt, vielleicht sagen die dann, ja, das 21. Jahrhundert, das war ja schon der Umbruch oder der Übergang, langsame Übergang zur nächsten Gesellschaftsform, mag sein. Aber im Moment sehe ich davon nichts. Ich sehe eher noch die Durchsetzungsprozesse der modernen Gesellschaft, also diese funktionalen Differenzierung. Die ist ja nicht in allen Ecken der Welt vollständig durchgesetzt. Also in Indien, China und so weiter. Das wird auch noch lang genug dauern wahrscheinlich. Das dauert. Das wird vielleicht auch nie vollendet werden. Also wir stehen eher da noch, würde ich sagen, als im Übergang zum nächsten schon. Und jetzt haben wir erst diese Idealfamilie betrachtet, so Vater, Mutter, Kind. Auch wenn wir es im Kopf haben, wenn der Begriff kommt, das ist ja längst nicht mit der Realität. Realität ist ja in vielen Bereichen, mit denen sie auch zu tun haben, Patchwork-Familien, Adoption, Partnerschaften mit mehr als zwei Elternteilen, Single-Parenting, Scheidung, rechtlich nicht bindende Partnerschaften, Pflegefamilien. Das spielt ja da alles mit rein. Und ist es wieder immer noch eine weitere Ausdifferenzierung? Glauben Sie das? Also Sie meinen eine weitere Ausdifferenzierung desselben Grundprinzips, derselben Grundidee? Ja, glaube ich schon. Ja, ja. Also das ist ja in gewisser Weise sogar eine Folge davon. Wenn das Grundprinzip ist, wir stellen diese Form Sozialsystem, also Partnerschaft und also Paarbeziehung und Familie, um auf das Prinzip des intimen, emotional intensiven Zusammenhalts. Das heißt zum Beispiel romantische Liebe. Wir schließen Ehen oder gründen Beziehungen nach dem Grundsatz romantischer Liebe. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr. Ungefähr, genau, meine Datierung, sage ich. 1800 plus minus, die stimmt immer. So. Das heißt, wir gründen die Paarbeziehung, damit die Familie, soweit eine daraus hervorgeht, auf ein Prinzip, was seiner Natur nach flüchtig ist.
Also Liebe ist flüchtiger als die Gründe, auf die man früher Ehen gebaut hat. Also sowas wie, der ist eine gute Partie, ein Acker heiratet den anderen, ein Handwerksbetrieb und so weiter. Das war stabil. Wenn man Familien auf Gefühle baut, dann ist das instabil, aus sich heraus. Das wird auch nicht mehr anders werden, wenn Sie mich fragen. Und das bringt dann wiederum mit sich, dass eben die Familien oft zerbrechen. Also Paarbeziehungen zerbrechen, Familien zerbrechen oft. Dann hat man als Konsequenz Patchwork-Familien. Und das ist sogar mit eine Folge dieser Umstellung, würde ich sagen. Also kein Betriebsunfall oder irgendwas ganz anderes, was jetzt auch noch passiert, sondern das kommt genau daher. Ich werde gleich noch die Praktikerin fragen, was denn dann Familien stabilisiert. Aber zuvor möchte ich noch mal auf was zurückgehen, was vielleicht noch grundlegender ist. Die Institution der Ehe ist ja schon Jahrtausende alt. In der Bibel ist sie beschrieben. Und wenn man diesen langen funktionalen Auslieferungsprozess der Familien betrachtet, ist es eigentlich erstaunlich, könnte man sagen, dass dass die Ehe immer noch in unserer Gesellschaft so wichtig ist. Es wird auch von vielen Gruppen gefordert, zum Beispiel die gleichgeschlechtliche, da hat man es wieder, man möchte offiziell in den Stand der Ehe eintreten, man möchte verheiratet sein. Ist es nicht erstaunlich, dass die Ehe noch so der Pfeiler von so vielen Familien ist? Ja, das weiß ich nicht. Ist sie das? Weiß ich nicht, das ist eine Frage. Also ich subjektiv vielleicht schon, wenn man halt sieht, wie viele Menschen sich im Umkreis, den man hat, verheiraten, für wie viele Leute das wichtig ist. Oder glauben Sie, dass das etwas ist, was langsam auslaufen wird? Also man muss da unterscheiden zwischen der Ehe im juristischen Sinn, also die Verheiratung auf dem Standesamt mit amtlichem Siegel drauf, und der Ehe im Sinn von dauerhafte Paarbeziehung, die auch ein Zusammenleben im selben Haushalt trägt. Das wäre der breite Begriff von Ehe sozusagen. Also ich würde soziologisch den Begriff Ehe immer schon im zweiten Sinn verstehen. Also ich würde nicht fragen, sind die Leute standesamtlich verheiratet oder nicht. Das macht soziologisch überhaupt keinen Unterschied und familientherapeutisch im Übrigen auch nicht. Also die Paardynamiken, die ablaufen, sind völlig dieselben, egal ob die Leute auf dem Standesamt waren oder nicht. Das heißt, für die innere Logik des Systems Paarbeziehung oder Familie macht es überhaupt keinen Unterschied, ob die Leute verheiratet sind. Also da können wir die Ehe einfach vergessen, also die Eheschließung im juristischen Sinn einfach vergessen, die ist nicht wichtig. Und die Ehe im breiten Sinn, die ist eben, ja, das würde ich dann sagen, das Prinzip romantischer Liebe. So, und das geht natürlich nicht verloren. Und die Ehe im juristischen Sinn, also dass die Leute sagen, so jetzt heiraten wir auch und so und mit Ringen und allem, was dazugehört, das ist, glaube ich, eher so ein... das ist ein Bedürfnis nach Festlichkeit und Ritualen und zeremoniell, was da bedient wird. Also es ist schön, irgendwann auch zu heiraten. Es wird nach außen dann natürlich auch demonstriert, wir gehören jetzt zusammen. Aber es hat mehr so diesen zeremoniellen Charakter als wirklich eine, das ist nicht der Pfeiler der Beziehung selbst. Also die Beziehung lebt nicht daraus, dass die Leute mal geheiratet haben. Aber auch für Organisationen ist ja sowas wie Symbolpolitik oft eine wichtige Sache. Fürs Selbstbild, aber auch für das Fremdbild. Auch selbst für Staaten, ja. Kann ja auch wichtig sein. Ist nicht ganz unwichtig, klar. Aber man muss sehen, es liegt auf der Symbolebene oder eben auf der Ebene der Objektivierung, würde der Soziologe sagen. Das heißt, der Festigung auch nach außen. Also, dass die, solange die Partner nur so zusammen sind, ist es eine Sache unter ihnen zwei. Und sobald die verheiratet sind, die Familien mal da waren, jeder das gesehen hat, jeder ihnen gratuliert hat, ist es sozusagen eine soziale Tatsache, also für alle bekannt und von allen akzeptiert, dass die zusammengehören. Also so als gewisse Objektivierung, würde ich sagen, macht das Sinn. Aber es macht keinen Unterschied für die Frage, wie die beiden miteinander leben. Das sehe ich nicht. Also abgesehen von Spezialfragen, Trennung, Scheidung ist vielleicht etwas schwieriger, wenn man verheiratet ist, da gibt es dann rechtliche Nachwirkungen und so weiter. Aber die Frage, welche Dynamiken im Inneren dieses Systems entstehen, sind davon relativ unabhängig. Also ich würde eher sagen, da nimmt das Familiensystem oder Paarbeziehungssystem als ausdifferenziertes System eine Serviceleistung von einem anderen System in Anspruch, nämlich vom Rechtssystem. Das ist so, wie wenn Leute, die normal nie in die Kirche gehen, und gar nicht richtig religiös sind, wenn die an Weihnachten dann doch in die Christmette gehen.
Das ist, da nimmt man dankbar sozusagen eine Serviceleistung entgegen, die man an dem Tag gerade braucht, weil das doch irgendwie dem Fest noch mehr Sinn gibt, als wenn man nur Geschenke auspackt oder einfach so. Also man nimmt eine religiöse Dienstleistung in dem Fall als Serviceleistung gerne entgegen, wo sie einem in Kram passt, sonst aber nicht. Man braucht sonst nicht religiös zu sein. Und in diesem Sinn nehmen Paare oder Familien ganz gerne eben auch mal diese Serviceleistung des Rechtssystems entgegen. Hier können wir noch mal zertifizieren, dass wir wirklich zusammen sind und so weiter, dem einen Rahmen geben. Aber es ist mehr so eine Zusatzschicht als die Sache selbst. Man glaubt auch nicht mehr an das Transzendente, wenn halt die Ehe auch in der vom Pfarrer beschieden wird oder vom Pastor wahrscheinlich, spielt es da keine große Rolle mehr. Das heißt, wie Sie auch vorher schon gesagt haben, die Stabilität des ganzen Systems Familie nimmt mit der Moderne langsam ab. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der anhält. Und jetzt die Preisfrage, was stabilisiert denn dann noch das System Familie? Was kann es denn stabilisieren? Was sind denn noch die Möglichkeiten, die man hat, wenn man es denn stabilisiert haben möchte? Ja, da gibt es jetzt nicht die eine Antwort drauf, glaube ich. Das sind viele Faktoren. Also Kinder stabilisieren natürlich, wobei man dann auch immer fragen muss, wie lange ist die Stabilisierung wirklich gut? Also ich bin kein Fan davon zu sagen, die Partner sollten auf jeden Fall zusammenbleiben, bis die Kinder aus dem Haus sind oder so. Also man kann das auch überziehen. Ja? Aber Kinder stabilisieren, ökonomische Abhängigkeiten stabilisieren natürlich auch, aber auf eine Weise, die ich auch nicht unbedingt normativ unterschreiben würde, genau. Und wenn Sie jetzt meinen, was ist gut für Paarbeziehungen, um zusammen zu bleiben, meinen Sie so? Was hilft da? Ja, ich hätte jetzt sowas an wie Kommunikation gedacht. Kommunikation? Dass es eine wichtige Rolle spielen könnte. Ja, klar. Kommunikation ist ja irgendwie alles. Also ein Ehestreit ist auch Kommunikation. Ja, die Frage ist, was ist da nicht Kommunikation? Ja, nee, die Frage wäre eher, wie kommuniziert man gut miteinander, sodass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man lange zusammenbleibt, so würde ich sagen. Okay. Also, dass man kommuniziert, ist eh klar. Also, alles ist Kommunikation. Die ganze Gesellschaft ist Kommunikation, siehe der Anfang unseres Gesprächs. Die ganze Familie ist Kommunikation und besteht aus nichts anderem. Selbst wenn Sie nicht miteinander sprechen? Ja klar, also Bateson würde sowieso sagen, man kann nicht kommunizieren. Also sogar das Nicht-Sprechen ist noch ein Akt der Kommunikation, nämlich ich will mit dir nichts zu tun haben. So, das kann man auch anders sehen, mit Luhmann kann man das anders sehen. Aber auf jeden Fall ist klar, jede Familie kommuniziert und jede Paarbeziehung kommuniziert, auch wenn die katastrophal kommuniziert. Ja? Also auch wenn die nur noch streiten oder eben sich nur noch eisig anschweigen oder was immer. Das ist ja auch Kommunikation. Also deswegen kann Kommunikation an sich keine Lösung sein. Aber die Frage könnte ja sein, wie kommuniziert man gut miteinander? So. Und da gibt es dann natürlich einige Dinge, die helfen. Also zum Beispiel eine Sache, die hilft, ist, nicht zu hohe Ansprüche zu haben. Also wir laufen ja alle eigentlich als Insassen der modernen Gesellschaft so dem Idealbild hinterher. Also das fängt beim Ich an und hört bei der Familie auf oder noch nicht auf. Also ich bin ganz toll, alles in meinem Leben muss toll sein. Ich habe tolle Bilder von mir auf Social Media und so weiter. Und meine Beziehung ist natürlich auch toll und meine Kinder sind ganz toll und bei uns ist alles ganz toll. So, ja, Probleme haben die anderen. Das ist ja also jedenfalls in Mittelschichtfamilien so mal ein gängiges Selbstverständnis. Und das hilft halt tendenziell nicht, weil nirgends ist es so in der Realität. Und wenn man diesem Anspruch hinterherläuft, setzt man sich halt selbst stark unter Druck. Und sinnvoller ist es vielleicht, statt eben so Idealbildern hinterherzulaufen, also wir sind jetzt die glückliche Familie und alles muss immer ganz toll sein und tolle Urlaube und tolle Förderprogramme für die Kinder und was weiß ich. Also sinnvoller ist, glaube ich, so ein Standard von good enough. Das gibt es also in der Psychologie oder Therapieforschung ursprünglich als Idee von good enough mothering. Also eine Mutter kann gut genug sein. Also sie muss nicht perfekt sein für das Kind zum Aufwachsen. Es reicht, dass sie gut genug ist, dass das Kind alle Grundbedürfnisse irgendwie entfalten kann. Und so würde ich sagen, wenn man Paarbeziehung oder Familie lebt mit der Idee, dass es ja irgendwie so passen soll, gut genug sein soll, aber nicht toll sein muss, nicht diesen Glitzer braucht, dann tut man sich in manchem leichter. Vielleicht. In der Standesgesellschaft war das Leben bestimmt nicht einfach, aber war es dann nicht vielleicht auch in dem Sinne leichter, weil man sich das nicht selbst beweisen musste? Denn wenn Sie in einen Stand geboren wurden, ein Beispiel, was wir hatten,
wenn mein Opa Schuster war, dann war der Papa Schuster und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Schuster werde, ist weit über 90%. Dann habe ich zumindest den Druck aus dem Kopf heraus, muss was Besseres werden, damit ich in einen besseren Urlaub fahren kann und damit ich auf dem Heiratsmarkt bessere Chancen habe und so weiter und mir dann das, auch das Auto leisten kann, das der Nachbar fährt. Ja, in der Standesgesellschaft war manches einfacher, weil eben viele Sachen einfach vorgegeben waren. Mhm. Genau, da brauchte man sich nicht den Kopf drüber zerbrechen, keine Entscheidungen treffen, nicht sein eigenes Leben optimieren und so weiter. Es war halt einfach so. Und das hat Vor- und Nachteile, klar. Aber der Vorteil ist eben, man tut sich in manchem leichter. Ja, man muss als Individuum nicht so viel leisten. Also man muss nicht so viel tragen an Entscheidungslast und an, wo will ich hin, wer bin ich, was will ich im Leben, womit bin ich zufrieden und nicht und so weiter. Das sind Fragen, die stellen sich gar nicht. Das macht manches leichter. Ich will jetzt nicht transzendent werden, aber viele Beziehungen sind halt damit aufgeladen. Welche Rolle spielt denn der Begriff der Liebe immer noch für die Stabilisierung von Familien, von Paarbeziehungen, von Beziehungen, die wir in so einer individualisierten Gesellschaft allgemein haben? Ist es nur ein etwas Fiktives, dem wir hinterherlaufen, ein Gefühl, das wir mal hatten, aber dann wieder greifen wollen? Oder ist es wirklich etwas, das es gibt über einen langen Zeitraum, das zwei Menschen bindet? Wie sehen Sie das denn als Soziologin? Ich meine, der Begriff ist ja unglaublich aufgeladen von den Theologen, den Psychologen, bestimmt auch den Soziologen. Da steckt ja ganz viel drin, aber ist da auch etwas drin, was wirklich bindend ist und was nicht nur Illusion ist? Naja, Illusion ist es überhaupt ja, nicht. Ja, aber ich würde nie sagen, Liebe ist Gefühl, das vergänglich ist. Nein, es ist nur flüchtig, das ist ja überhaupt nicht dasselbe, aber es ist total real. Also ich würde sagen, Liebe, also die romantische Liebe ist die Grundlage der modernen Paarbeziehung. Das ist nicht irgendeine Chimäre, der man hinterherläuft, das ist so und zwar notwendig so, weil das ist das einzige Prinzip, auf das die Paarbeziehung sich stützen kann, wenn die anderen Stützen wegfallen, als da eben wären ökonomische Rationalität der Eheschließung oder konfessionell, der Katholik heiratet den Katholiken oder was weiß ich. Also da sind wir wieder zurück bei der Sache mit der, dass es nur noch eine Funktion gibt, auf die die Familie konzentriert ist. Wenn ich mich nicht mehr auf andere Dinge stützen kann, also die Eltern sagen, heirate den, weil der ist eine gute Partie, dann muss ich mich ja auf irgendwas anderes stützen. Und das Prinzip der romantischen Liebe ist das, was erfunden wird, um diese Stelle zu besetzen. Also warum finden zwei Individuen zueinander in einer lebensentscheidenden Entscheidung oder Entwicklung? Wie kommen die dazu, sich aufeinander einzulassen, in dieser Tiefe, sich einander eben als den wichtigsten anderen im Leben zu erwählen oder mindestens einem Lebensabschnitt, das heißt noch nicht, dass es hält, aber so, wie kommen die denn dazu? Aha. Und romantische Liebe ist das, was an dieser Stelle eintritt, sozusagen, was uns dann psychisch auch mitnimmt in einer Weise, also die wir unter Verliebtsein kennen, also die praktisch das ganze psychische System einmal umkrempelt phasenweise. Also erstens das psychische System und zweitens eben das soziale System gründet, also das Sozialsystem Paarbeziehung gründet und so weiter. Also romantische Liebe liegt dem allen zugrunde. Das ist keine Fiktion, das ist total real und jeder oder fast jeder von uns kennt das am eigenen Leib und an der eigenen Seele. Es ist nur nicht stabil. Also die zwei Fragen muss man völlig auseinanderziehen. Romantische Liebe ist sehr real, sie ist sehr wirksam, sie ist auch nicht abschaffbar. Also ich sehe nicht, dass wir können jetzt nicht sagen, oh, damit handeln wir uns ja eine Menge Probleme ein, dann lassen wir es halt lieber und gründen Beziehungen wieder auf Pragmatismus oder so. Das geht gar nicht. Also wir werden dieses Prinzip auch nicht mehr los. Also es ist real, es ist wirkungsvoll, es ist alternativlos. Es ist nur nicht stabil. Oder nur mit sehr viel Arbeit stabil zu machen. Also es zerbricht jetzt auch nicht jede Beziehung. Es ist schon möglich, auch mit demselben Menschen 50 Jahre zusammenzuleben und glücklich zu sein angeblich. Aber es ist halt schwierig. Und es ist sehr viel schwieriger, als es war eben im Mittelalter oder was weiß ich wann, als dieses Ideal der romantischen Liebe noch nicht erfunden war. Da war das viel einfacher, bis ans Lebensende mit einem Menschen zusammenzubleiben. Eine andere Erklärung, wie ich dann solche, ich nenne es jetzt einfach mal Kernfamilien, ohne den Begriff politisch aufzuwerten, zu erklären, ist zumindest, benutzen den Begriff einige Aktivistinnen und Aktivisten, der Begriff des Patriarchats. Also die Familie wurde halt geschaffen, also die traditionelle Familie, aber auch die aktuelle Familie ist so ein Resultat daraus, aus diesem Patriarchat, weil halt
die Männer die Frauen sich zu Untertanen machen wollten. So das super simple Narrativ, ja, das ich jetzt hier mal bediene, das sie natürlich dann noch ausdifferenzieren. Und dass man jetzt abschaffen muss, weil es ungerecht ist und weil wir alle gleich sind. Aber bringt dieses Narrativ des Patriarchats uns zur Erklärung von Familie und den heutigen Strukturen, die wir überkommen müssen, weiter? Ist dann also mich nicht. Okay. Also es ist sicherlich wahr, dass es Rollenmuster gibt, mhm, für Männer und Frauen, die nach wie vor irgendwie unterschiedlich sind und dass wir darunter leiden. Das ist, mhm, sicherlich, also viele von uns darunter leiden. Das ist sicherlich wahr. Das jetzt Patriarchat zu nennen, bringt mir irgendwie nichts. Also wenn das bedeuten soll, und die Männer haben sich das ausgedacht, weil sie davon profitieren, dann finde ich das Quatsch. Also das ist einfach soziologisch Quatsch. Mhm. Und ja, was sollte sonst noch daraus folgen? Okay. Also und man kann das sicher, klar, man kann das abschaffen wollen. Klar, ich wäre jetzt auch dafür. Also wenn es jetzt darum geht, alle Rollendifferenzierungen zwischen Männern und Frauen abzuschaffen, ja, wäre ich dafür. Ja, super Idee. Aber, mhm, ich meine, die Frage ist ja, wie? Also zu sagen, Patriarchat abschaffen, das ist so ein bisschen wie, wenn ich sage, Klimawandel abschaffen. Mhm. Weil ist eine dumme Sache. Also schaffen wir das halt ab. Also, ja, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Gut. In der Vorbereitung habe ich so einen populärwissenschaftlichen Ratgeber aus den USA gelesen, wie man denn eine gute Familie führen sollte. Ja. Und ich musste da öfter schmunzeln, aber bei einer Aussage möchte ich Sie gern mit konfrontieren, und zwar der Rückschluss von Familie, dann wieder auf Gesellschaft. Mhm. Zwar schreibt die Autorin, I believe that healthy families are the root of healthy societies. Mhm. Kann man daraus einen Rückschluss ziehen oder sind es wieder zwei vollkommen unabhängige Systeme aus Ihrem Blick heraus, der Systemtheoretikerin? Gesunde Familien sind die Wurzeln der gesunden Gesellschaft. Klingt fast in deutschen Ohren nicht besonders gut, oder? Das klingt fast ein bisschen romantisch halt. Und okay, da will man dann natürlich nicht widersprechen, weil es so schön klingt. Aber ich wollte sagen, die Nazis haben das ähnlich argumentiert. Ja, kann sein. Aber vor allem fühlt sich der Systemtheoretiker an solchen Punkten immer herausgefordert, zu symmetrisieren. Mhm. Also ich habe ja gesagt, die Gesellschaft besteht für uns aus verschiedenen Teilsystemen, ungefähr 10, mhm, Politik, Wirtschaft, Recht und so weiter, kann ich wieder die Liste aufzählen. Mhm. Und man kann für viele davon einen Satz bilden, der so gebaut ist und sagen, die Wurzel der einer guten Gesellschaft ist ein gutes Bildungssystem zum Beispiel. Mhm. Da kann man auch gut zustimmen und sagen, ja klar, wenn die Leute, mhm, gut ausgebildet werden in der Schule, super. Ich kann aber auch sagen, die Wurzel der guten Gesellschaft ist, oder der gesunden Gesellschaft, oder wie hieß es, ist eine gut laufende Wirtschaft. Ja, mhm, weil dann habe ich Mehrwert, der umverteilt werden kann für alle möglichen Zwecke, Kunst, mhm, Wissenschaft und so weiter. Ja, das ist die Wurzel der gesunden Gesellschaft. Oder ich kann sagen, die Wurzel der gesunden Gesellschaft ist ein gut funktionierendes Politiksystem. Mhm. Weil dann kann jeder seine Interessen einbringen, sich zu Wort melden, jeder kann partizipieren, jeder fühlt sich gehört, keiner hat Grund zu rebellieren oder sich, mhm, abseits zu stellen. So, also ich kann das für ganz viele Systeme so sagen, das klingt immer irgendwie gut. Mhm. Und folgt aber letztlich nicht viel draus oder ist mir zu unterkomplex jetzt gesellschaftstheoretisch. Ja. Also ich würde eine Gesellschaftstheorie niemals auf eines dieser Systeme oder eines dieser Teilbereiche gründen können. Glauben Sie, dass es ein Konzept geben kann, das über alle Lebensphasen hinweg, also Eltern, Kinder, Großeltern, so eine ganz große Bandbreite berücksichtigen kann, ein Konzept, das auch gelingen kann, das sich in der Praxis bewährt hat? Und was kann man denn davon verallgemeinern? Also ein Rezept ist eh immer schwierig. Also ich glaube nicht, dass es das Rezept gibt für glückliche Familien. Ein Dafür sind Konzept, Familien das funktioniert, was ich auch gesehen habe, das hat super geklappt bei denen. Ja. Nein, ich glaube, das ist zu unterschiedlich. Das kann man nicht generalisieren, aber, mhm, was ich vor allem nicht glaube, ist, also Sie haben ja gesagt, die Großeltern auch, ja, ja, mit, klar, einbezieht. Und ich was glaube, in den formativen Familien ein integraler Teil war, ja, die Altenversorgung. Ja, genau. Ja.
Genau. Und gerade was die Alten angeht, bin ich da sehr skeptisch. Also ich glaube, es ist möglich, gute Familien zu leben, wenn man es gut macht. Aber die Alten sind, glaube ich, tendenziell ein Opfer der Form der modernen Kleinfamilie. Also es gibt Opfergruppen, also die romantische Liebe und die moderne Familie ist eine strukturelle Errungenschaft oder eine strukturelle Form, die die Moderne halt eingeführt hat, wertneutral. Die hat Vorteile und die hat Nachteile oder sie erzeugt Opfergruppen. Und eine dieser Opfergruppen sind systematisch die Alten, weil die gehörten eben früher selbstverständlich zur Familie. Klar, wo sollten die sonst sein, wenn nicht in der Familie? Und das können die heutzutage immer weniger und leben eben tendenziell in Heimen oder irgendwo anders, weil die moderne Kleinfamilie als eben hochintimisierte Einheit das nicht mehr erträgt, dass jemand Teil des Haushalts ist, der nicht Teil dieser engen Kernfamilie ist. Und also das wirkt so auf den ersten Blick immer so, dass wir sind so hartherzig, weil wir unsere Alten in die Heime abschieben, während eben in Afrika oder was weiß ich, wo es noch traditioneller zugeht, dürfen die in der Familie alt werden so und sind wir nicht zu hartherzig. Und ich glaube, das hat mit Hartherzigkeit nichts zu tun, sondern das ist eine Folge der Strukturform moderne Kleinfamilie. Die erträgt keine Drittpersonen im System und zu Drittpersonen gehören eben auch die alten Eltern. Und das ist traurig irgendwie, als tragische Konsequenz, aber ich glaube, es ist eine Konsequenz dieser Strukturform. Wie ändert sich denn mit so modernen Familien die Konfliktlösungsstrategien? Also es gibt Familien, die stehen untereinander im Kriegszustand. In der Ständegesellschaft gab es das auch, dass halt die Familie untereinander im Kriegszustand waren und wenn es eine Thronfolge gibt, dann wurde auch vom Mord nicht zurückgeschreckt. So. Die Gründe für solche Kriege sind ja in der modernen Familie wesentlich zurückgegangen. Das meiste geht dann um materielle Sachen wie Erbstreitigkeiten, wenn es um heftige Konflikte geht. Wie haben sich denn die Lösungsmöglichkeiten und die Konflikte selbst verändert? Kann man das, ist es eine Frage, mit der Sie was anfangen können? Also es sind ja zwei Dinge. Es können Familien miteinander im Konflikt stehen oder es Konflikte innerhalb einer Familie geben. Ich meine es eigentlich innerhalb einer Familie, diesen Konflikt. Ja, oder es können ja auch Konflikte innerhalb einer Großfamilie sein, also dann nicht innerhalb der Kernfamilie. Das wäre jetzt für mich der Unterschied. Also geht es um Ehestreitigkeiten oder Eltern-Kind-Konflikte, das wären Konflikte in der Kernfamilie. Oder geht es um Konflikte zwischen Familien? Und das war ja mehr so in die Richtung, was Sie angesprochen haben, also Familien, die sich bekriegen oder so. Das wäre dann ja eine Fehde zwischen Familien. Und also Fäden zwischen Familien sehe ich nicht mehr. Die Familie ist nicht mehr, weil also die keine politische Einheit ist. Also ich spreche das an, es gibt halt aktuelle Ereignisse in Deutschland, wo sich Großfamilien auf offener Straße wirklich bekriegt haben oder bekriegen. Also Sie meinen jetzt so Bandenkriege? Ja, auch. Das gehört damit dazu. Ja, das sind dann Familien, die nicht voll durchmodernisiert sind. Das sind ja Familien, die haben eben diese alte Clanstruktur, die sind funktional diffus. Das heißt, die sind gleichzeitig Arbeitgeber, egal jetzt ob in legalen oder illegalen Arbeitsmärkten. Die sind gleichzeitig in politische Einheiten. Also das heißt, sie vertreten ihre eigenen Interessen nach außen, unter Umständen mit Gewalt, auf jeden Fall mit Machtmitteln. Also das sind eben gerade keine funktional spezifizierten Familien, würde ich sagen. Das sind quasi solche vormodernen Familien, die noch überlebt haben. Also das gibt es noch, das ist nicht, die alten Formen sind nicht ausradiert worden sozusagen. Ja. Und das sind keine spezifisch modernen Familien. Und die spezifisch moderne Familie ist nicht konfliktfähig, weil die ist ja eben praktisch eine Kuscheleinheit aus sehr wenigen Menschen, unterschiedlichen Alters und Geschlechts, die nicht zu Bandenkriegen fähig ist. Sprich, die Gesellschaft zivilisiert sich durch solche Entwicklungen auch selbst irgendwo. Also zivilisiert sich in der Form, dass die Gewalt abnimmt, zumindest die Gewalt auf der Straße. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also sie zivilisiert sich bestimmt nicht dadurch, sie verlagert die Gewalt halt sie zieht die Gewalt auseinander in sehr unterschiedliche Formen und unterschiedliche Orte. Es gibt ja zum Beispiel innerfamiliäre Gewalt jetzt. Gerade in dieser Kernfamilie, ob die jetzt
heftiger ist oder nicht als früher, dazu gibt es keine Daten, das kann man so nicht sagen, aber jedenfalls gibt es, also ist die Familie ein Hort von massivsten Konflikten und massivster Gewaltausübung, der auch gerade daher kommt, dass die Familie so eine Intimeinheit ist. Also das ist die Schattenseite der Sache, also diese Intimheit, die kann gut ausgehen und dann ist es eben die Kuscheleinheit, jetzt so ein bisschen flapsig gesagt, oder dann gibt es da Liebe und enge Bindung und so weiter. Es kann aber halt auch ungut ausgehen und dann ist die Familie halt der Ort, wo man seine Aggressionen rauslässt, seine Abwehrmechanismen lebt, die Kinder schlägt, was auch immer. Und das ist dann, kann auch ein familieninterner Mechanismus sein, der dahin führt. Also ich würde daraus es wird besser oder es wird schlechter ableiten. Okay. Also es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Es gibt immer auch eine Kehrseite der Medaille. Sie sind systemisch ausgebildet, Systemtheoretikerin. Sie sind auch systemischer Coach oder therapieren nach systemischen Methoden. So, in der Vorbereitung habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Ich habe auf Google Maps unseren Standort, wir sind hier mitten in München, mal gegoogelt. Dann habe ich mal systemischer Berater eingegeben, im Umkreis von 1 Kilometer. Dann gab es ganz viele rote Punkte. Dann habe ich systemischer Coach eingegeben, dann waren da ganz viele rote Punkte und es gibt hier in unserer Umgebung ganz viele systemische Berater und systemische Coaches und alles ist systemisch. So, jetzt hatte ich an der Uni, wie gesagt, in so einer Grundlagenübung oder was es war, habe ich mal Luhmann gelesen und das war jetzt nicht meine Lieblingslektüre und auch nicht das Einfachste, was ich hatte. So, und der Systembegriff von Luhmann, der ist ziemlich komplex. Also den muss man verstanden haben und ich glaube, den muss man manchmal 2- und 3-mal lesen, bis man das wirklich gut verstanden hat, sich seine eigenen Gedanken zu machen, bis man hinter das ganze System gestiegen ist, wie er System versteht. Das ist nichts Einfaches, was man so erklären kann oder was man so auf einem Kurzlehrgang sich aneignen kann. Ich frage mich, was heißt denn eine systemische Methode, wenn ich denn Coach bin, wenn ich Berater bin? Die können sich doch nicht alle auf Luhmann beziehen und seine Methoden, wie er systemisch arbeitet. Und das kann doch nicht alles, können doch nicht alles Kinder im Geiste von Luhmann sein und seiner Methode. Ich meine, ein Coach ist ein Coach, ein Berater ist ein Berater. Das ist alles gut und recht, aber was heißt denn das systemisch? Ja, also systemisch hat so gut wie nichts mit systemtheoretisch zu tun. Das würde ich auch sagen. Das ist nicht die Standardsicht der Dinge. Also die ich muss mal kurz sagen, ich habe da mal so in einen Lehrgangskatalog reingeschaut, in die Lehrgangsbeschreibung. Da stand wirklich systemisch drin, da auch im Sinne von Luhmann kommt. Ja, genau. Also die meisten Systemiker denken, sie hängen irgendwie organisch mit Luhmann zusammen oder Luhmann ist irgendwie einer ihrer theoretischen Vorfahren, der da halt so da mit reinspielt und mit integriert wird. Aber es stimmt faktisch nicht, würde ich jetzt sagen, als jemand, der beide Theoriewelten kennt. Die meisten Systemiker kennen Luhmann nicht wirklich. Die haben nie Luhmann gelesen. Also wie Sie sagen, die haben vielleicht irgendwann mal ein Lehrbuch gelesen, wo Autopoiesis stand und das war's. Die kennen Luhmann nicht. Und ich kenne jetzt wirklich beide Denkwelten und ich kann nur sagen, es hat nahezu nichts miteinander zu tun. Und das ist ein Irrglaube zu meinen, dass das eine die praktische Anwendung des anderen ist oder so. Ist das also auch so Begriffskosmetik, dass es sich besser anhört oder ist da was dran? Also es gibt sicher irgendwelche Wurzeln, also wenn man tief genug gräbt, findet man schon irgendwelche Wurzeln, Überschneidungen und so. Aber in der Praxis ist es komplett verschieden, wie gedacht wird. Also zum Beispiel der Systembegriff. Ja, wenn wir mal beim allerersten Begriff anfangen. System für Systemiker heißt vor allem, guck nach Zusammenhängen. Also nichts ist isoliert, alles hängt mit allem zusammen. Also sowohl im System, also in der Familie jetzt zum Beispiel, welche Wechselwirkungsschleifen gibt es da, als auch nach außen. Also die Familie ist ja nicht isoliert, die steht ja im Zusammenhang mit Schule oder Polizei, Justiz, was immer das dann sein kann. Also alles hängt mit allem zusammen. Ja? Das ist jetzt eine leicht überspitzte, aber nicht völlig falsche Zusammenfassung zur Frage, was heißt System für Systemiker. So, bei Luhmann ist es genau umgekehrt. Bei Luhmann ist System erstmal ein Wort dafür, es wird ein Schnitt durch die Welt gezogen. Ja, das ist die System-Umwelt-Grenze. Und dann haben wir ein System und dann haben wir eine Umwelt und die sind gerade nicht mehr 1:1 miteinander gekoppelt. Also es gilt gerade nicht mehr der Satz, alles hängt mit allem zusammen, sondern ein System ist es genau dann, wenn die interne Ordnung im System
was da passiert, was da Sinn macht und so weiter, nicht mehr eins zu eins mit allem zusammenhängt, was draußen passiert, sondern nur noch sehr selektiv. Ja? Mhm. Und erstmal ist ein System eine Blendeinrichtung sozusagen, ja? eine Brille oder eine Filtereinrichtung, eine Ablendeinrichtung, die fast alles ausblendet, was in der Welt vorhanden ist oder nur selektiv zur Kenntnis nimmt, soweit es mit den internen Systemstrukturen irgendwie zusammenpasst oder Sinn macht. Das heißt, das Grundverständnis von System ist schon mal diametral verschieden. So, und so geht das dann weiter. Also ungefähr alles in der Art, wie gedacht wird, ist verschieden in der Systemtheorie und der Systemik. Und die Vorstellung, dass das ein Kontinuum ist, ist Banane. Okay. Und darf ich noch was sagen dazu? Ja, bitte. Also ich glaube, dass diese Vorstellung deswegen so beliebt ist in Systemikerkreisen, weil man sich gerne schmückt mit dem Label Systemtheorie und Wissenschaft. Das klingt halt gut. So, und das sieht dann irgendwie noch tiefer, noch durchdachter, noch besser irgendwie aus. Und die Vorstellung, die man oft findet, also auch wenn ich über dieses Thema rede, dann ist die Vorstellung, die erstmal mir entgegenkommt, die die Systemtheoretiker, das sind ja richtige Wissenschaftler und die Systemiker sind nur Praktiker. Also als wäre das ein Ranggefälle. Und dann, wenn man von diesem Ranggefälle her denkt, macht es natürlich Sinn zu sagen, nein, nein, wir sind auch Systemtheoretiker. Und ich glaube, das ist von Anfang an falsch gedacht, weil es ist kein Ranggefälle zwischen Systemtheorie, also Wissenschaft auf der einen Seite und Systemik, also Praxis auf der anderen, sondern das ist, also von meiner Gesellschaftstheorie aus jetzt gedacht, sind das zwei verschiedene Bereiche, die halt verschieden sind, aber nicht ungleichrangig, nicht ungleichwertig. Also das eine ist Wissenschaft. Ja? Systemtheorie, soziologische Systemtheorie ist einfach Wissenschaft und hat nur in diesem Funktionssystem was verloren und ist anderswo vollkommen unbrauchbar und unanschlussfähig. Systemiker arbeiten mit Anschluss entweder an Familien eben, soweit es Therapeuten sind, oder in Anschluss an die Wirtschaft, wenn es Unternehmensberatung ist. Also einfach, sie arbeiten im Kontext anderer Funktionssysteme. Dann sie arbeiten auf andere Weise, also die Wissenschaft arbeitet über Schrift. Ja? Alles, was in der Wissenschaft vor sich geht, ist im Kern Schrift. Es gibt auch Konferenzen, aber die sind Beiwerk. Also mündliches Begegnen ist Beiwerk. Eigentlich passieren die Dinge im Schriftmodus. In der Systemik ist der Kern die Arbeit am Klienten. Also in dem mündlichen Format, in der Interaktion, unmittelbar in der Situation mit einem Gegenüber. Und alles, was es an Schrift gibt, ist dort sekundär. Also klar, es gibt Lehrbücher und so, wo man das nachlesen kann, aber der Kern des Geschehens findet in der Interaktion statt. Das heißt, es sind einfach zwei völlig verschiedene Bereiche, die für mich horizontal nebeneinander stehen. Ja, die sind einfach verschieden, aber nicht ungleichrangig. Und wenn man das mal sieht, also wenn man mit diesem, wenn man nicht mehr diese Implikation drin hat, ja, ihr seid ja nur Praktiker so, werdet mal ordentliche Systemtheoretiker, wenn man die rausnimmt, dann tut es auch nicht mehr weh zu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dann kann ich auch sagen, ich bin ein Coach, ich bin ein Trainer. Ja, ich bin ein Systemiker. Und ich mache meinen Job gut. Und ich brauche keinen Luhmann. Genau. Und die Methoden, die man da entwickelt hat und auch die, das sind ja eigene Theorie-Hintergründe, die sich da entwickelt haben. Das sind eben eigene. Ja? Die haben sich aus dieser Profession raus entwickelt und sind nicht Leihgaben oder Importe oder so von Wissenschaft, von Soziologie, was gar keinen Sinn hat. Auch schon bei unserer vorletzten Frage. Ich möchte nochmal zurück zur Familie. Und zwar ganz speziell zu Familie und Beruf und da auch deren Teilung. Denn Frauen sind in der Familie auch dadurch benachteiligt, dass wir andere Funktionen einnehmen in der Kindererziehung, immer noch größtenteils Teilzeit arbeiten und Teilzeit arbeiten müssen und dadurch auch Nachteile haben in der Gesellschaft, wie am Arbeitsmarkt, in den Karrierechancen, vielleicht auch in der Selbstverwirklichung. Das ist eine Ungerechtigkeit. Wie können wir denn damit umgehen als Gesellschaft, ich als Individuum? Wie können wir damit umgehen, ist jetzt wieder eine What-to-do-Frage, die ich nicht gut beantworten kann. Aber ich nehme jetzt bewusst diese große Frage und werfe sie mir auf sie zu. Also jedenfalls würde ich sagen, man muss unterscheiden, wo die Benachteiligung herkommt. Also es wird ja oft beklagt, dass Frauen eben benachteiligt sind auf Karrierewegen, also die gläserne Decke, wo sie nicht durchkommen und irgendwelche Männernetzwerke, die Frauen nicht ernst nehmen und so weiter.
Und das mag sein, dass es das gibt. Also ich will nicht bestreiten, dass es das gibt, wenn ich das auch selber nie erlebt habe. Aber das sind natürlich relativ spezielle Berufskontexte, wo ich unterwegs bin. Aber da würde ich sagen, gibt es das nicht. Mag aber sein, dass es in manchen Unternehmen auch so ist. Aber die eigentliche Frage ist die, liegt die Benachteiligung der Frauen im Berufskontext, wo man die irgendwie nicht ranlässt? Oder liegt die Benachteiligung der Frauen nicht im Kern in der Familie, also im Privatkontext? Also, und ich glaube, das Zweite ist richtig. Also die Benachteiligung der Frauen wird im Kern in der Familie entschieden, nämlich da, wo entschieden wird, wer geht denn in Teilzeit und wer nicht. Ja, das ist eine Familienentscheidung. Da können die Unternehmen nichts dran ändern. Das wird in der Familie entschieden und es ist keine Frage dessen, ob man im Unternehmen Frauen genauso gut ranlässt an die Posten und wie die Männer. Verstehen Sie, was ich meine? Also ich, wenn man dann das, sagt, ja. Man kann dann sagen, also der gesellschaftliche und politische Diskurs läuft ja darauf hinaus, zu sagen, ihr Firmen, ihr müsst offener werden, ja, genau. Ihr müsst transparenter werden und ihr müsst die Quote erfüllen oder Universitäten oder was auch immer. Ja. Denn das ist auch mit eurer Schuld. Ja, genau. Es wird gesagt, ihr müsst die Frauen mehr fördern oder ihr müsst dafür sorgen, dass Teilzeitkräfte auch genauso Aufstiegschancen haben. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist Quatsch. Es ist klar, warum eine Teilzeitkraft weniger Chancen hat, in die Führungsetagen zu kommen als eine Vollzeitkraft. Das ist logisch. Mhm. So. Und die Frage ist nicht, warum werden Teilzeitkräfte nicht genauso für die Karrierewege vorgesehen, sondern die Frage ist, warum sind es immer die Frauen, die in den Teilzeitjobs landen? Und das ist eine Frage, die eben in der Familie, in der Partnerschaft entschieden wird und nicht im Unternehmen oder beim Arbeitgeber. Mhm. Gut. Ja. Ja. Eine andere Einsicht. Sie haben gesagt, Sie mögen eigentlich keine Prognosen und Sie scheuen sich ja auch sehr davor, Soziologin, aber meine Schlussfrage zielt doch darauf ab. Wir haben ja gesehen, seit Mitte des 19. Jahrhunderts differenziert sich die Gesellschaft weiter aus, differenziert sich auch die Familie weiter aus. Jetzt blicken wir mal weit in die Zukunft und ich rede jetzt nicht von 1, 2, 3 Jahren, ich rede jetzt von Jahrzehnten bis im großen Zeitraum vielleicht auch mal so ein Jahrhundert, mal ganz nach vorne. Ja. Was bleibt denn von Ehe und was bleibt denn von Familie? Etwas, was man denn nicht irgendwann mal funktional ausdifferenzieren kann, was man nicht verkleinern kann, was man nicht spezialisieren kann. Können wir uns da was vorstellen? Oder ist es etwas, wo Sie sagen, ist es eigentlich alles flüssig? Also die Frage, was bleibt davon, klingt ja so, als wären wir in Gefahr, dass da nichts bleibt. Ja, ist natürlich also, so ein konservatives Narrativ, ja, die Angst, dass eine Familie verschwinden kann und dass Gesellschaft sich auflösen kann, wenn es keine Ehen mehr gibt und sowas. Aber ja, aber das ist ja Quatsch. Also die Vorstellung, dass Ehe und Familie verschwinden könnte, finde ich vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Also wo sollten die denn hin verschwinden? Also die sind eben ein notwendiger und normaler und einfach vorhandener Bestandteil dieser Gesellschaftsordnung. Genauso wie eine demokratische Politik, genauso wie eine Wirtschaft, die irgendwie marktwirtschaftlich organisiert ist, wie immer vollständig oder nicht. Genauso gehört romantische Liebe und eben Kleinfamilie zu den Strukturen der modernen Gesellschaft. Die ist überhaupt nicht in Gefahr zu verschwinden. Also die Frage ist eher, wie können wir lernen, mit den problematischen Nebenfolgen dieser Struktur auch zu leben? Also jede große Struktur der modernen Gesellschaft und sicher auch anderer Gesellschaften bringt auch Nebenfolgen hervor. Also die löst manche Probleme, also aber die erzeugt auch... die Demokratie auch, und ja, auch klar. Die moderne Wirtschaftsordnung. Natürlich. Man kann jede der Grundformen daraufhin befragen, was leistet sie, was sind die Errungenschaften, was sind die Fortschritte, was können wir damit mehr, als wir früher konnten und was sind die pathologischen Nebenfolgen. Also das könnte ich Ihnen jetzt durchbuchstabieren, das geht für alle. Und jede Form hat auch ungünstige Nebenfolgen, das ist immer so. Mhm. Und das Problem ist, es fällt uns oft schwer, das zu akzeptieren. Also es fällt uns schwer, das als Gesamtpaket zu akzeptieren, wo man eben sagt, Demokratie zum Beispiel ist nicht nur Zuckerschlecken, sondern führt auch zu Populismus oder zu schwachsinnigen Social-Media-Blasen oder was immer. Das fällt uns schwer, das mitzukaufen sozusagen, sondern wir wollen dann eben die Ideallösung, ja, die Demokratie, die nur Vorteile hat, wohlinformierte Bürger, die wohlzivilisiert diskutieren. So, und das ist immer illusorisch. Mhm. Also es ist immer illusorisch, auf das Paket von nur Vorteilen ohne Nachteilen zu hoffen. So. Und das gilt für Paarbeziehungen und Familien auch. Also das Prinzip der romantischen Liebe hat enorme Folgeprobleme im Schlepptau. Also zum Beispiel das Stabilitätsproblem, das hatten wir schon.
was passiert also mit all den Familien, die sich auflösen, was wird aus den Kindern und so weiter. Aber auch viele andere Probleme, also zum Beispiel, sind wir bereit, mit der Einschränkung zu leben, die monogame Paarform mit sich bringt. Und da gibt es dann, es gibt dann immer Ausweichbewegungen, Versuche, diesen Makel zu beheben sozusagen. Also Polyamorie wäre jetzt eine Lösung, die im Moment vorgeschlagen und ausprobiert wird, um eben das Problem der Verengung auf nur einen Partner zu lösen. Und das hat dann aber wieder Folgeprobleme. Und ich glaube, dass man damit nie entkommt dem Gravitationsbereich dieser Form grundsätzlich. Also die Grundform ist romantische Liebe für Paare oder eben emotionalisierte Eltern-Kind-Beziehung für Familie. Das ist die Grundform. Und davon ausfranzend gibt es dann eben Probleme, gibt es dann Versuche, diese Probleme zu lösen, die aber meistens eben Nischen bleiben, weil die selber auch enorme Folgeprobleme haben. Also Polyamorie ist auch nicht leicht zu leben. So. Und letztlich geht alles aus von diesem Grundstrukturprinzip. Und das wird uns bleiben. Also ich sehe das nicht, dass das in 100 Jahren anders sein wird. Ich sehe eher, es wird in 100 Jahren von der Grundidee her noch dasselbe sein. Und das Beste, was wir finden können, ist ein Gleichgewicht. Ja, und ein Leben lernen mit Folgeschäden und Imperfektionen. Dankeschön. Ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Gerne. Mehr von Barbara Kuchler zu dem, was sie geprägt hat, hören Sie in unserem RI-Podcast mit meiner Kollegin Tina Meyer-Schneider. Ein Link zum Podcast hier unten in der Videobeschreibung, überall, wo es Podcasts gibt, unter RHI-Podcast oder auch auf der Podcast-Playlist auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank. Dankeschön.